Herzlich willkommen hier zu heute von hier Dommage. Auf vierfach. Wir werden meine Kühe weiterhin versorgen mit Futter. Wasser kriegt es aktuell. Mist wird aktuell ja, eingefüllt. Auf dem LKW. Den wir zum BGA fahren werden hier bei. Sobald er voll ist. Dann werden wir den LKW daneben wieder und Mehl verkaufen. Sei es doch noch bei. Mein Gott, nee, die Tiere. Ja, man muss ja nach links gucken und nicht rechts. Ne? Zum Fahrzeug. Nee, so. Taku. Hier, Mamfi, Mamfi. Habe ich schön Gold produzieren können. Na gut, hier nicht. Gut, hier reicht das Futter. Jo, machen wir die Kälber, ne? Unsere Nachwuchs. Dann müsste ich auch noch ein paar umstellen. Ich habe wieder ein paar Kälber hinzubekommen. Das war aber 3 Tage Jahreszeit. Geht schnell vorbei. Aber wer mit Season viel Tiere produzieren will, sollte mit 3 Tagen später. Aber Probleme gibt es natürlich auch in Feldern. Zwecks Düngen, das kann schon mal sein, wenn man das nicht schafft. Ne? Gut, leer. Beziehungsweise voll. Fahren wir den Rest ins Lager. Dann wollen wir Stroh ausfahren noch. Ne? Noch haben wir Stroh da. Wenn das Weizen fällt, dann werden wir etliche, wahrscheinlich Ballen pressen. Und dann als Ballen direkt reingeben, das geht das ziemlich schnell. Die Kalkpack-Bags wollen nicht angenommen werden hier. Keine Ahnung warum. Hat da ein Fahrzeug leer gehabt, da kann man dauernd Kalk nehmen. Dann mal wegräumen, ne? Steht dann ja am Wege, das ist nicht gut. Spätestens morgen, ne? Die Nacht ist lang, wir können auch eine Rolle spielen. Was wir jetzt vorbereiten, haben wir erst weniger hinterher so Probleme. Ne? Junge Stroh will ich haben. Ach, mein Gerste, die wir gekauft haben auf dem Markt. Hier eine braune Kirsche und das ist ein Matschhaus. Ne? Na gut, ein Lager für alles. Richtige Real spielen geht sowieso nicht, denke ich mal. Schon gar nicht alleine. Da muss man ja, weiß ich, gut, man wollte den Stall so versorgt mit Maschinen. Geht schneller, früher wurde das mit Hand Verkari gemacht, ne? Also ich habe glaube ich 3-4 Stunden, na, ungefähr 3 Stunden gebraucht, um alle Tiere mit Gras zu versorgen, ne? Schubkarre, Grasverteiler. Heute fährst du mit Futtermischwagen, ne? Umdrehen. Sammelt er noch alles alleine ein, ne? Und schon hast du Futter versorgt. Nichts mehr per Hand heute. Nur den Rest nacharbeiten, dann bist du fertig. Dann hast du alleine, naja, die dreifache Länge, ne? So, und selbst beim Mist kann man theoretisch mit dem Radrad reinfahren und mal kräftig durchfahren, ne? Gut, 100% sauber kriegst du jetzt auch nicht, aber halt doch mehr als früher, ne? Denn müssen wir eine Schubkarre so fahren, naja. Macht lange Arme. Soll aber sehr gut schlafen hinterher, ne? Kann man gleich mal die nächsten Tiere noch vorgeben. So, hab dann mal sehr gut nass geschlafen, ne? Ey, der Pfeiler mag mich nicht. Muss man dichter rangehen, das geht besser. Ach, hier Stroh hier vorne. So.
bisschen Stroh noch. Denn das kriegen die Schweine. Ach, die Schweine kriegen nichts. Schweine machen wir morgen. Früh. Wahrscheinlich werden wir noch im Stall. Wahrscheinlich muss ich noch Schweine verkaufen. Beziehungsweise den Schlachter bringen. ZPS, das ist. Wir sind wieder soweit. Die sind soweit. Und die sind auch soweit. Das geht noch, das einer bei. Ansonsten Zuchtstall. Gucken wegen Futter. Futter passt. Na, heute jedenfalls. So. Wie gesagt, da sind die Kälber neu dabei. So, dann stellen wir den mal wieder hin und dann. Ah, wir wollen auch die Tier links machen. Ah ja, die Milch. Also, nächste Aufgabe: Schweine bringen zum Schlachthof. Aber erst die Milch, hatte ich gesagt, die Milch. So. Erstmal den Mist jetzt zum BGH bringen. Den Mist zum BGH. Sollte eigentlich jetzt voll sein? Oh, er kann gut springen, du. Gut, er ist voll. Der ist voll, jetzt ziehen wir einen schönen Duft vorne hinterher, das ist richtig angenehm. Aber wir fahren ja vorne, ne? Das ist ja das Gute. Ne? Dann machen wir lieber so, damit wir nicht so viel riechen müssen. Ne? Kurz mal Regen, ja doch. Da schon verkehrt gefahren. Ja, ein paar Wiesen haben wir noch, ne? Aber gut. Bei den Schweinen könnte man auch die Gülle bremsen. Könnte man auch die Gülle verkaufen. Das geht auch noch. Aber wie gesagt, ab nächstes machen wir erstmal die Milch wegbringen. Mal schauen, wer am besten weiß zahlt. Ja, da wollte ich hier das Grüne wegkriegen, geht doch nicht. Das Ding will ich verkaufen. So. Das Gute ist hierbei, kriegen wir einen. Oh ja, so eine Spezialtür. Wie schön. Ah, Mist zeigt ja nicht an, ne? Oh, das macht nichts, geht aber rein. So. Fahren wir zurück, stellen den mal genau dahin beim Mist und dann lassen wir wieder voll machen. Ne? Eine BGH haben wir noch, eine Siedlung noch voll. Naja, halt voll. Extra rechts hier ran gemacht. So, dann fahren wir wieder zum Kühen. Machen wieder. Und dann nehmen wir einen LKW und werden die Milch verkaufen. So, die Lage haben wir auch schon einen Teil, ist da zu stehen, für Mischfutter. Ich mache lieber jetzt Mischfutter und fahre den Mist dann zur BGH statt die Lage. Ja gut, ne? Hätte man da ranpappigen müssen. Ne? Ja, der schöne Hopfen, der steht, du, überhaupt nicht. Hauptsache, wird reif. Komm hier rum. Gerade so. Auch die BGH haben die angezeigt. Aber abkippen ging. Wenn wir sehen, was wir heute an Geld kriegen. Ich hatte aber auch schon mal mit der Lage verkauft.
Aber wie gesagt, das war eine Aufnahme, die leider dann nicht so liefen. Sieht gut aus. So, der läuft. Den werden wir mal ganz kurz abhängen und dann den weißen Transporter holen für mich. Hier müssen mehrere LKWs haben normalerweise. So, der graue ist für Gärreste. Der dunkelgrüne Standard geht nur mit einem Stahl rauszuholen. Und der andere originalgrüne ist für Gülle, ja, wie gesagt, aus dem Schweinestall, die vier zusammen. Und der grüne ist hier für zwei Grüne. Der grüne ist ein Silo für feste Sachen. Irgendwie wie Mehl zum Beispiel. Aber wir haben noch kein Mehl. Den hätten wir gekauft und verwechselt. Ich denke mal hier. Und hab mich gewundert, wieso keine Gärreste reingehen. Ja, dass ich mehr geschnallt habe, ne? Der Stall ist sauber. Gott sei Dank auch. Die Rückkarte ist halt nicht mehr sauber. Das dauert aber wieder lange, ne? Oh je. Guck mal nach dem Preis. Wo fahren wir hin? Das ist kein Preis. So. Jetzt haben wir so viele Früchte und Dings da. Die Steine und so ein Zeug alles. Das ist hier voll nicht, das war alles. Das sind diese Mods. Auch die Original. Milch. Bäcker und Molkerei. Bäcker bringt ein bisschen mehr. Hab ich den noch? Die neue Karte, muss der Bäcker nicht weg sein. Lass mich überraschen, ne? Ob wir den Verkauf für die Molkerei finde ich auf jeden Fall. Wie gesagt, dann gehe ich notfalls nachher kurz raus aus dem Spiel und den globalen Markt aktivieren. Dann können andere so anders verkaufen. Wenn der Preis stimmt, ne? Dazu sagen, ne? Wenn es nicht stimmt, dann können wir das nicht verkaufen. Ja, so. Können wir uns auch nicht erlauben. Ne? Wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Ne? Wollen wir noch einige Felder kaufen. So. Haben wir zum Bäcker. Schöne Aussicht hier, ne? Ich muss so sagen, ich spiele mit HDR. Das heißt, mehr Farben, mit Details. Ja, schon schön anzusehen. Wenn man das, was Season wegnimmt an Farbenvielfalt, kriege ich durch HDR wieder. Ich wollte hier abbiegen. So. Bin ja gespannt, ob ich einen Bäckerverkaufspunkt finde. Ist ja die neue Karte, da ist ja Bäckerei weg und als ja, als Dings da gemacht worden, als platzierbar. So eine eigene Position. Ah, doch, das ist da. Das ist so geblieben. Der Kaufpunkt ist noch, das ist gut. Super. Denn bis ich die Bäckerei mir leisten kann, dann ist er noch ein vergeht noch von Seite. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal Tschüss und ciao, ciao.
Ich schaue mal an, ob wir Geld kriegen. Und dann, ja, Folge Ende, ne? Schönen Dank fürs Reinschauen. Fürs fleißig liken, fleißig kommentieren. Vielleicht einen oder anderen neuen Abonnenten, kann das sein, ne? Alles kostenlos, also kein Stress deswegen, ist keine Pflicht. Ist alles auf freiwilliger Basis, also da ist nichts mit irgendwie, oh, warum bist du gestern nicht gekommen? Nein, das ist das nicht. Klar, schön, wenn jemand kommt, aber wie gesagt, das ist alles auf freier Basis hier, ne? Ich weiß ja selber, man schafft nicht alle Folgen. Der Junge hat ja einen langen, dünnen Schlauch hier, wa? Doch länger als ich dachte. Na gut, die 40.000 hier schaffen wir auch noch. Ja, das ist halt so. Den Zeitrechner ein bisschen optimieren. Ob so geht nicht schief. Ja, dann werde ich mal gleich mal den globalen Markt aktivieren. Dann haben wir kürzere Wege und wir haben sicherlich einen besseren Preis. Das abhängt natürlich davon, wie das, ja, wie andere Mitspieler genauso handhaben. Ne? Kann natürlich sein, dass die natürlich auch viel verkaufen, ne? Dann habe ich natürlich keinen guten Preis. Ne? Dann fahren wir hierher, zu diesem Punkt. Dann kippt die mich hier irgendwo rein, ne? So ein Loch irgendwo. Kein Schiff zu sehen. Alle im Lockdown, alle zu Hause. So, mal ganz kurz gucken, was wir verdient haben. Wollt ihr das hier auch wissen, ne? Wo die Masse eigentlich nicht lange schaut. Ist ja so. Mach nichts vor. Gucken. Spannend. Steigt. Oh, immerhin 80.000. Das ist angenehm, ne? So, tschüss, ciao, ciao. Nochmal schönen Dank, reinschauen. Bis dann. Tschüss.